Guten Abend, Ninlein. Bist auch dazugekommen. Freut mich, dass du auch mal da bist. Sieh mal, Harvey, eine unbenutzte Leinwand. Schnell, wir müssen sie verhunzen. 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 Jo. Sehr schön. Harvey ist doch mein Liebling. So, den Generalschlüssel. Nein, wir haben einen Generalschlüssel. Wir können es überall durch. Wir können nach draußen. Yay. Auf der Lampe kann ich nicht unterschreiben. Sehr schade. Ich bekleckse hier alles. Ich will gar nicht wissen, wie der bei Licht aus... Alles, was geht. Gigantisch. Aber was machst du denn da, Edna? Ups. Ich fürchte, mir sind die Kickerregeln entfallen. Wir werden deine Erinnerung wiederherstellen, Edna. Versprochen. Das werden wir. Gut. Hier wohl nicht. Aber hier auf dem Stuhl kann unterschreiben. Ich mache jetzt hier gerade eine kleine Rumkritzelei-Folge. Rumkritzeln und bekleksen. Rumkritzeln und bekleksen. Nein, danke. Ich esse für Steam. Für Steam. Damit ich das schöne Abzeichen bekomme, das ich in das Folge gekritzelt habe. Sehr gut. Ketchup. Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Okay. Mit dem Fass. Fürs. Ui. Aber die Tube haben wir noch. Sehr gut. Dann haben wir ja auch alles bekleckst, beziehungsweise hier ging nichts. Gehen wir in die nächste Etage. Da können wir bestimmt auch, weiter mit dem, Adoman haben wir schon geredet. Wir nehmen jetzt Professor Nock war das, Professor Nock war da hier. Die Türen sind jetzt alle offen. Wir können jetzt überall durch. Hier haben wir eine kleine Abkürzung. Wir können jetzt nach oben gehen, direkt. Da geht's weiter. Die Tür ist jetzt auch offen. Die sowieso. Ja, hier können wir nicht beklicksen. Ja, schade. Das habe ich schon probiert. Der Schrein ist uns zu heilig. Speichern. Zack. So ist gut. Okay, fangen wir von hinten an. Von mir aus. So, Roti und Mutti sind auch beim Essen. Die sind sowieso schon weg. Okay, ja, das wird wohl nix. Na dann, zum Flur. Ich habe alles schon. Aber cooler Soundtrack. Ah ja, hier wollten wir sowieso mal hin. Hier können wir nichts bekritzeln. Doch, können wir. Sehr gut. So. Kritzel die Kritzel. Na komm, was denn? Sehr gut. Noch ein bisschen Senf dazu geben. Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Auf Stühlen können wir nichts dazu geben. Okay. Können wir jetzt vielleicht den Typ hallo, befreien? Hallo, Prinzessin. Oh, hallo. Kommst du voran? Und ob? Ich habe den Generalschlüssel. Na dann, lass mich raus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das machen sollten. Meines Plans übergehen. Ich bin nicht sicher. Hallo, Prinzessin. Ich würde gerne Pucki reden lassen. Ach ja, der Schlüsselmeister. Hervorragend besetzt mit Martin Sabel, einem der wohl begabtesten Sprecher, die wir in unserem ständigen All-Time-Cast haben und halt immer wieder. Ich rede ein bisschen durcheinander. Ein bisschen.
Jetzt haben wir gerade drei auf einmal geredet. Jo, ich bin mir nicht sicher, ob wir den rauslassen sollten, aber lassen wir ihn mal raus. Huch. Hallo, Schlüsselmeister. Du bist frei. Ah, deswegen wohl auch die offene Tür. Aber freu dich nicht zu früh. Das größte Hindernis steht noch bevor. Ja, die Mauer. Ich habe meinen Generalschlüssel. Nun, das hatte ich schon fast vermutet. In dem Augenblick, in dem die Tür aufging. Und jetzt? Was machen wir als nächstes? Wir brauchen ein Vehikel, sonst kommen wir nicht weit. Mann, Mann, Mann. Ein Generalschlüssel, ein Vehikel. Was als nächstes? Das Perpetuum mobile? Oder das fehlende Glied zwischen Mensch und Affe? Für das Letztere wüsste ich eine Kandidatin. Ninlein, wo du gerade hier bist, frage ich dich das mal hier, wisst ihr, im übernächsten Samstag, 9. Mai, wenn wir da wieder 4-5 Discord-Aufnahmen machen, kannst du damit dabei sein? Schreib mal in den Chat. 1 in den Chat, wenn du dabei sein kannst, 2, wenn nicht. Yay. Nein, 1 in den Chat. 4-5 Discord Golfit. Am 9. Mai ist das dann. Diesen Samstag ist Dingens mit Mordi. Podcast-Aufnahme und nächsten Samstag dann eventuell. Übernächsten Samstag dann. Jod. Worauf wartest du noch? Los geht's! Wir brauchen ein Vehikel. Ich warte hier, bis du eins aufgetan hast. Und damit meine ich, wir brauchen wirklich Zugang zu dem Fahrzeug. Ja, genau. Wälz die Knochenarbeit wieder auf das Fußvolk ab. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Hast du das? Gut. Meine Hoffnungen in dich waren also nicht vollends vergeudet. Er steht in der Garage im Fuhrpark. Geh schon mal vor. Wir treffen uns dort. Sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar andere Leute, die wir mitnehmen müssen. Ninlein reagiert nicht. Schade. Okay, er ist noch hier. Wollte ich noch mal ausprobieren, ob er schon gegangen ist. Hier haben wir noch nicht unterschrieben. Und hier noch nicht unterschrieben. Und ein bisschen Ketchup. Sehr hübsch. Und Senf. An die Waschbecken können wir da auch. Sehr hübsch. Ui, sieht aus wie ein Psycho. Genial. Na denn. Unterschreiben. Auf Keramik lässt sich schwer schreiben. Stimmt. So, haben wir hier noch eine Tür? Hier war noch eine Tür. Florende? Da wollen wir nicht hin. Geht's zur Tür. Ah ja, hier haben wir schon gekritzelt und beschmiert. Ja. So, hier noch ein. Sehr schön. Nicht? Schade. Nicht nötig! Alles unter Kontrolle! Was? Okay. Hier nicht. Gut. Der Blase ist da jetzt weg. Ah, hier haben wir noch nicht. Topfpflanze. Alles schön verschönern. Und Quetsch. Und Quetsch. Sehr schön. Mit Mülleimer. Oh. Huch,
Untersteh dich! Das ist mein Zuhause und keine Müllkippe! Naja, okay, es ist eine Müllkippe. Aber wage es ja nicht, sie zu beschmutzen, du Cretin! Habt ihr das auch schön gesehen? Ja. Der Ketchup guckt gerne Kochsendungen. Da lernt man die tollsten Sachen. Großartig. Ach, hier kommen wir noch. Ja, nichts vergessen. Muss alles verschönert werden. Und die andere Unterschrift. Sehr schön. Und hier entlang. Wir arbeiten uns jetzt von unten nach oben vor. Alles erstmal vollkritzeln. Und nebenbei noch die Sachen machen, die anstehen. So. Auf Keramik lässt sich schwer schreiben. Stimmt. Sehr gut. Ach ja, es wird ja jetzt zur richtigen Schulklotür. Tja, sieht wie in der Schule aus. Oh ja, hier haben wir noch nicht. Ja. Kratze. Die Kratze. Die Klecks. Sehr gut. Zickzackschere haben wir hier schon. Schön. Das Bild vollendet. Pausenraum. Bullseye. Sehr schön. Zähnen üben mit Ketchup und Senf. Bullseye. So. Hier vielleicht. Ich sehe das Ketchup-Kaugummi. Verflucht. Es ist direkt über überfahrene Katze. Tja. Mie. Ja, die Dr. Marcel-Unterschrift. Schön. Die Kaffeemaschine können wir noch signieren. Und hier. Ich mag's, Sachen zu beschmieren. Es ist zwar kein Kaffeepulver, aber was soll's. Ja, Kaffeepulver wäre natürlich schöner. Es ist zwar kein Kaffeepulver, aber was soll's. So, wo können wir noch drauf unterschreiben? Nicht. Eine Unterschrift kann man nicht im Küchenschrank aufbewahren. Die wird doch schlecht. Na dann. Auf in die nächste Etage. Und dann wieder nach unten. Da müssen wir noch in die Küche und was mit dem Essensplan erledigen, wenn ich das richtig sehe. Wenn ich das richtig im Kopf habe, müssen wir da dann nochmal hin. Hoch. Hoch mit dir, Edna. Willst du nicht? So. Einmal speichern. Das beschmierte Zeugs abspeichern. Den Stuhl, den kann man bekritzeln. Und sehr nice. In der Gummizelle haben wir noch keine Unterschriften gesetzt. Das müssen wir auch noch tun. Dieser Mord trägt ausnahmsweise einmal nicht die Handschrift des Doktors. Hm. Hier sieht's noch zu ordentlich aus. Müssen wir noch unterschreiben. So. Ketchup und Senf haben wir ja schon. Sehr schön. Ist nur noch in die Gummizelle. Aufs Dach wollen wir nicht mehr. Nee.
Wirklich nicht. So, willkommen zu Part 1 von Edna bricht aus. Nein, das sind meine Polster. Ach, schade. Nein, das sind meine Polster. Nicht unterschreiben. Nein, das sind meine Polster. Was müssen wir dann... Was dann? Okay.